Bereits Ende Januar wurden auf dem Spielplatz Bienenwiese in der Ghetto die alten Spielgeräte abgebaut, um Platz für die neuen zu schaffen. Der LPB, Landschaftspflegebetrieb aus Wismar, kümmert sich um den Spielplatz. Aktuell stehen auf dem Spielplatz eine neue Schaukel, ein Trampolin, eine Rutsche sowie eine Kletterwand. Sobald der Rasen angewachsen ist, kann die umgestaltete Bienenwiese Mitte Mai zum Toben genutzt werden.